Hey zusammen und willkommen, wie versprochen, noch zu einem weiteren Thema. Eins, das es ziemlich in sich hat, das auch nicht dazu geeignet ist, sich da irgendwie drüber lustig zu machen, denn es ist hochbrisant und wirklich widerwärtig, was die Doppelmoral angeht. Die Tagesschau hat berichtet, aber auch so ziemlich jedes andere Portal, was ihr euch heute vorstellen könnt, egal ob Mainstream oder nicht Mainstream oder öffentlich-rechtlich oder privat. Es ging überall durch die Presse in vielen, vielen Ländern auf diesem Planeten, denn die US-Regierung hat eine Entscheidung gefällt, die stutzig macht, wäre harmlos ausgedrückt, die wirklich richtig ekelhaft ist. Unser Opa, unsere Pfostenschildkröte, scheint etwas Gefallen daran gefunden zu haben, unseren Fodorenski, ihr wisst ja, ich will, ich will, ich will, ihr habt es mir gefälligst alle zu geben, was ich will. Der scheint Gefallen darin gefunden zu haben, Fodorenski in seinem Größenwahn, in seinem, ich halte den Typen mittlerweile für einen absoluten Psychopathen, aber das ist nur meine persönliche Meinung, da ein klein wenig zu bestärken, ihm da auch noch Rückenwind zu verschaffen. Die US-Regierung hat nämlich nun offiziell erklärt, dass sie Streumunition senden möchte. Ja, das ist ein ziemliches Teufelszeug, weltweit von über 100 Ländern geächtet, eben jener Einsatz, weil es massive Gefahren birgt. Ja gut, wir reden hier über Krieg, der birgt immer massive Gefahren. Jede Munition, die auf Menschen eingesetzt wird, ist, naja, muss ich euch nicht erzählen. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Aber es gibt eben gewisse Unterschiede. Ist es ein Unterschied, ob eine Bombe da explodiert, wo sie eben runterkommt, oder ist es ein oder ob sie eben sich weitflächig verteilt und vielleicht erst in 5, 10, 20 Jahren als Blindgänger explodiert. Und genau darum geht's. Denn was ist bei dieser Streumunition so widerlich? Ganz einfach, ich denke, das sagt der Name schon ein bisschen von selbst. Die Dinger gehen in der Luft noch auf und fallen. Und gab das schöne Bild einer Gießkanne, wie wenn man eine Gießkanne irgendwo rüberhält, und fallen verteilt auf ein relativ großes Areal runter. Heißt also, nicht nur das, was anvisiert wird mit dem Geschoss, nicht nur das wird getroffen, sondern rundherum, im Umkreis von teilweise mehreren hundert Metern, gibt es ebenfalls noch Detonationen, gibt es ebenfalls noch Gebäude, Infrastruktur, im schlimmsten Fall Menschen oder Tiere, die davon beschädigt, naja gut, beschädigt ist jetzt eine blöde Bezeichnung, aber ihr versteht mich. Ist also eine großflächige einsetzbare Waffe, die zu gravierenden Schäden auch an Bauten führt, die eigentlich gar nicht als eigentliches Ziel ausgewählt worden. Ich hoffe, ihr versteht einigermaßen, worauf ich hinaus will, aber das ist wirklich so eine Thematik, das ist echt eklig, darüber zu reden. Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Die Amis wollen dieses Zeug nun also liefern. Es wird immer wieder behauptet, die Russen würden das ja sowieso einsetzen. Na gut, dafür gibt es aber, soweit ich weiß, bisher keinen einzigen Beleg. Es wird zwar andauernd behauptet, aber selbst im Mainstream, selbst der Tagesschau ist aufgefallen, bewiesen ist das nicht, dass es tun. Ist also alles eher so ein bisschen hätte, wäre, könnte. Denn eigentlich sollte sich sowas ja relativ handfest beweisen lassen, wenn man denn da was gefunden hat. Aber da das bisher scheinbar noch nicht der Fall ist, gibt es nur die Behauptungen, die unter anderem der Regierungssprecher Hebestreit befeuert, der komischerweise plötzlich so klein mit Hut ist und sich zu dieser doch international mehr als nur umstrittenen US-Entscheidung so praktisch überhaupt nicht äußern wollte. Der hat nämlich rausgehauen, Zitat, der ist gefragt worden, was er davon hält. Ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter einlassen, weil es sofort in einem Sachzusammenhang zu möglichen aktuellen Entscheidungen der US-Administration gestellt werden könnte. Im Moment, der Regierungssprecher der Hampel. Absurdistan gehört übrigens zu den über 100 Ländern, die den Einsatz von Streumunition für gewöhnlich ächten, aus durchaus gutem Grund. Der Sprecher eben jener Regierung will dazu jetzt nichts sagen und schwurbelt völlig inhaltsleer rum, ja, das würde ja in einen Sachzusammenhang mit der US-Administration gestellt werden. Ja, es gibt bei dieser Frage einen Sachzusammenhang, lieber Hebestreit. Also, der liegt in der Natur der Sache, dass da ein Sachzusammenhang besteht. Aber schön, dass man sich offensichtlich nicht traut, da jetzt zu seinen angeblichen Werten zu stehen als Bundesregierung und diese Lieferung zu verurteilen. Im Gegenteil. Es ging nämlich noch weiter. Er schwurbelte weiterhin, er sei sich sicher, also die Hampel-Koalition sei sich sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben. Ach, er ist sich sicher, dass unsere süßen, flauschigen Freunde, denen man knietief in den Anus kriechen muss, die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Und deswegen ist es mit der Streumunition dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Also offiziell verurteilen wir das zwar, kommt immer drauf an, wer das einsetzt, nicht wahr? Aber wenn die Amis das liefern, ja, die haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Und hey, das dann schon. Die wissen ja, was sie tun.
Ob sie das wirklich wissen, das ist höchst fraglich, denn eben jene Streumunition ist so massiv gefährlich, weil sie nicht nur im Moment des Abwurfs, des tatsächlichen Einsatzes detoniert, sondern ein sehr hohes Risiko an Blindgängern aufweist. Das heißt, selbst wenn man die betroffenen Gebiete vorher evakuiert, die Zivilisten alle rausschafft, sind sie trotzdem nicht in Sicherheit, denn bis zu 40% eben jener Bestandteile dieser Streumunition, wie gesagt, da öffnet sich so eine Art großes Ding und da fallen die kleinen Dinger alle raus. Ja, ich muss ein bisschen um die Zensur rumreden, aber ich denke, das ist selbsterklärend. Diese kleinen Explosionskörper, die sind für viele, viele weitere Jahre eine riesengroße Gefahr. Auch wenn dann irgendwann wieder Ruhe eingekehrt ist, wenn die Dinger irgendwo im Wald liegen, in einem Wohngebiet, auf einem Kinderspielplatz, im Sandkasten, wie auch immer. Wenn dann ein Kind versehentlich damit spielt oder ein Tier drauftritt oder sonst was oder das einfach so hoch geht irgendwann, weil die bis zu 40% dieser Dinger eben nicht dann, als sie abgeworfen wurden, explodiert sind, dann ist dieses gesamte Areal, wo die Teile zum Einsatz gekommen sind, über Jahrzehnte hin praktisch ein Minenfeld. Und deswegen wird der Einsatz vom Roten Kreuz verurteilt, von der UN verurteilt, von dutzenden Ländern auf dieser Welt, offiziell auch von der Ampel oder von Absurdistan. Aber wenn die Amis es dann an Fodorenski liefern wollen, der das hier nur zur Verteidigung einsetzt, wie wir ja nun gelernt haben, dann ist das was völlig anderes, dann geht das absolut klar. Das ist das Nächste, was die rausgeknallt haben. Da habe ich noch ein Zitat für euch. Also das ist echt, das kannst du dir nicht ausdenken. Der Regierungssprecher meinte, Fodorenski würde das Ganze ja nur zum Schutze der Bevölkerung einsetzen. Einfach mal kurz sacken lassen. Streumunition. 40% Blindgängerquote. In Wohngebieten, irgendwo in der freien Natur, in Wandergebieten. Es wäre ja nur zum Schutze der Bevölkerung. Ach so, man schmeißt also Streumunition auf seine eigenen Ostgebiete ab, inklusive der dortigen Bevölkerung, um eben jene zu schützen. Das ergibt so richtig viel Sinn, nicht wahr? Also ich konnte heute noch gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will, weil meine Vorräte leer sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wäre ja zur Verteidigung der Bevölkerung. Genau. Also auf die eigene Bevölkerung zu schießen, zu deren Verteidigung, das ist ja schon, das ist eigentlich, das sollte mal ein vernünftiger, qualifizierter Psychiater sich ransetzen, damit beschäftigen. Aber dann auch noch Streumunition zu schmeißen, mit der Begründung, das wäre ja zur Verteidigung der Bevölkerung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer, aber hey, das mit dem Schutz der Bevölkerung und Fodorenski ist ja sowieso so eine Thematik für sich. Das habe ich hier ganz zu Anfang schon gesagt, unabhängig davon, wer jetzt anfängt oder eben auch nicht. Das ist an der Stelle erstmal scheißegal. Die Aufgabe eines jeden Staatschefs ist, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung aus dem Gebiet, wo man das Militär hinschicken will, dass die dort evakuiert wird, dass die in Sicherheit gebracht wird. Und zwar als allererste Handlung, wenn man weiß, da stehen Kämpfe bevor. Es ist absehbar, dass es da zu einer Gefährdung kommt in, was weiß ich, Stadt so und so oder Landkreis so und so, ja, dann muss ich alles dran setzen, um die Zivilisten da rauszuholen. Und nicht erst Tage später, nachdem ich da schon 10-mal rumgeschossen habe. Aber das hat Fodorenski ja vor einem Jahr schon eher so peripher tangiert. Und da hat sich offensichtlich auch nicht allzu viel dran geändert. Das erinnert mich daran, dass man vom Staudamm auch komischerweise nicht mehr allzu viel hört. Habt ihr das mitbekommen? Erst riesengroßes Drama in den Medien, Staudamm kaputt gegangen. Dann werden Zweifel laut, ob das denn wirklich so ist, wie es behauptet wurde, von wegen, das wären die Bösen, ihr wisst schon was. Und jetzt plötzlich Schweigen im Walde, keiner redet mehr über den Staudamm. Ja, erinnert mich an das große Rohr, das plötzlich kaputt gegangen ist, wo jetzt auch keiner mehr drüber reden möchte. Seit raus kam ja, war wohl doch die gute Seite dran beteiligt. Die haben es wohl doch kaputt gemacht. Würde mich also nicht wundern, wenn der Staudamm auch noch auf das Konto unseres kleinen Hobby-Diktators geht. Wer damit gemeint ist, das wisst ihr selber, aber wir sind hier immer noch im besten Absurdistan aller Zeiten oder im besten Zensuristan aller Zeiten. Da darf man die Sachen ja nicht mehr unbedingt beim Namen nennen. Schaut mal, wer sich mit hergelegt hat, der kleine Flattestent. Machen wir aber mal ab, was nun noch an offiziellen Äußerungen so aus der großen absurdistanischen Politik kommt. Denn Pendlerpauschale, na gut, Pendlerpauschale hat noch nichts gesagt, aber der Regierungssprecher, der will da nichts zu sagen. Wenn die amerikanischen Freunde das für richtig halten, dann haben wir gefälligst Maul zu halten, so klang das Ganze. Die Antonia, Verzeihung, der Anton hat sich aber geäußert von den Grünlingen. Der Hofschreier meinte, das findet er auch nicht so gut. Der verurteilt also die Lieferung der Streumunition, ja soweit so nachvollziehbar. Aber gleichzeitig macht er sich dafür stark, dass wir dafür ganz viele andere Sachen an Fodorenski bringen sollen. Ja, die Streumunition vielleicht lieber nicht, aber alles andere. Wir müssen noch viel mehr an Fodorenski verschiffen. Okay? Wäre ja schön, wenn Antonia das auch aus
aus der eigenen Haushaltskasse zahlen würde. Jetzt nicht die Haushaltskasse des Staates Absurdistan, sondern die Haushaltskasse, naja, von seinem Privatkonto. Wenn er das liefern will, dann soll er es bezahlen und fertig aus. Ich sehe keinen Grund, warum wir das mit unseren Steuergeldern finanzieren sollen. Aber das sind wieder so Detailfragen. Wenn man da mal kritisch drüber nachdenkt, dann ist man ja schon der böse Rechtsextremist und der Verschwörungstheoretiker und was weiß ich nicht alles. Es ist ja nicht mehr erlaubt, die Entscheidungen der Ampel kritisch zu hinterfragen oder überhaupt nur darüber nachzudenken. Das geht ja auch schon nicht. Man muss mitjubeln, und zwar so, wie die Ampel das gerne hätte. Und wenn man das nicht tut, ja, dann macht man sich schon verdächtig. Ja, ihr seht also, wie weit es um die Moral in diesem Land bestellt ist. So offiziell verurteilen wir den Einsatz von Streumunition zwar, aber wenn die Amerikaner sie liefern, unsere US-Freunde, dann ist es völlig in Ordnung. Ist ja dann was ganz anderes, denn sie werden ja nur zur Verteidigung der Bevölkerung eingesetzt. Puh. Harter Tobak, so zum Samstagnachmittag. Diese Leute brauchen mir nichts mehr von Werten oder von Moral erzählen. Gut, das haben sie vorher auch noch nicht gebraucht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie sonderlich überraschend wäre, was die da für eine merkwürdige Haltung an den Tag legen. Aber ihr seht's, wie ein Wetterhahn auf dem Dach. Je nachdem, aus welcher Richtung eine Handlung kommt, ist er entweder gut oder böse, auch wenn es 1a das Gleiche ist. Und bevor es mir jetzt wieder unterstellt wird, nein, ich behaupte nicht, dass die andere Konfliktpartei an der Stelle, die bösen, bösen Russen, dass die sowas nicht auch denkbar einsetzen könnten. Ob sie es gerade tun oder nicht, weiß ich nicht, ist bisher nicht bewiesen. Ich halte die auch nicht für heilig oder sonst was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass denen die Bevölkerung genauso scheißegal ist, wie es Fodorenski ist. Ja, und großer und prägnanter Unterschied ist aber, dass die eine Seite ständig bei uns bettelt und wir die Chose finanzieren. Die andere Seite, naja, die finanziert ihren Scheiß wenigstens selber. Das ist qualitativ so gesehen schon ein anderer Sachverhalt. Und wenn ich mit meinem Geld einen Krieg finanzieren soll, dann habe ich damit ein Problem. Ich denke, das ist klar. Aber jeder, der das ähnlich sieht wie ich, der ist ja in diesem Land der böse, böse Extremist, nicht wahr? Nicht die, die Streumunition liefern wollen, sind die man etwas ja, mit gewisser Vorsicht genießen sollte. Nein, böse sind die, die es verurteilen. Das ist die Werte- und Moralvorstellung im besten Absurdistan aller Zeiten. Wenn die Amerikaner Streumunition liefern, ist geil. Wenn die Russen Streumunition einsetzen, ist böse. Vielleicht für die, die in der Schule nur singen und klatschen gelernt haben und jetzt ihr Kreuz in den Grünen machen, lieber kriegsgeile Fanatiker. Diese Art von Munition ist immer menschenverachtend, egal wer sie einsetzt. Und den einen dafür beklatschen und den anderen dafür verurteilen, das ist einfach nur schizophren. Und vielleicht sollte man dann doch mal einen, naja, Therapeuten seines Vertrauens zu Rate ziehen. Wenn man denn einen Termin bekommt, das ist ja momentan nicht ganz so einfach. Aber trotz dieser doch sehr, sehr unschöne Nachricht wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Samstag. Spätnachmittag oder Abend, je nachdem. Gut, jetzt haben wir 17:30 Uhr. Wenn das Video dann hochgeladen ist, dann ist es wahrscheinlich schon früher Abend. Deswegen genießt den Sommerabend. Lasst euch nicht ärgern von dem Wahnsinn und dann gucke ich, ob wir uns nachher nochmal sehen. Auf dem anderen Kanal gab es auch schon eine kleine Meldung für zwischendurch.